So, wir sind back. Kölle. Karriere. Und wir haben einen Wechsel getätigt. Im Gegensatz zum letzten Spiel. Wir haben Jovicic mal rausgenommen und dafür Hüseyin Basic von Anfang an, weil der hat richtig gebockt, als ich den eingewechselt habe. Finkgriffe spielt auch wieder. Aber den haben wir ja letztes Mal schon gehabt, deswegen zählt er nicht zum Wechsel dazu, auch wenn er eigentlich in der Main-Mannschaft nicht dabei ist. So quasi. Sonst war es ja immer Paquerada, aber Fingerhefe bockt einfach zu krass gerade. Hüseyin Basic auch, deswegen ebenfalls auch in der Startelf, wie schon erwähnt. Jetzt geht's erstmal ran hier gegen Bremen. Wir müssen hier den nächsten Dreier eigentlich einfahren. Aber ich denke, es wird schwieriger als gegen Stuttgart. Ja, wie hier sehen wir es nochmal eingeblendet. Auf der 6 sind wir. 8 ist Bremen. 4 Punkte Unterschied. 30. Spieltag ist jetzt hier. Ja, nach dem Game noch 3 Stück hier. Mein Gott, ey, geht die Saison schon wieder schnell vorbei. Rezi aus der Drehung. Ecke wieder. Also der Ecken, ich weiß nicht, da hapert's im Moment oder auch nicht mehr. Da hapert's nicht mehr. Rezi mit der Vorlage. Selke per Kopf, 1-0, 16. Minute. Im Moment läuft's wieder, wo es gefühlt. Also es geht schon um was, aber Champions League. Das war ja das Ziel. Das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Ist einfach zu viel Rückstand auf Platz 4. Und ja, Tordifferenz kracht und pfäfft. Und hier war irgendwo ein Foul, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber gut. Hübers, glaube ich, noch leicht dran gewesen. Bisschen abgefälscht. Thielmann. Das Team fühlt sich einfach gerade so gut an. Auch mit Thielmann hier. Guck mal, was für Pace der mittlerweile irgendwie wieder aufgebaut hat. Der macht so krass Bock. Dann auf Martel rüber und der auch wieder. Dem aber geilen Torwart, Nakamura. Der ist gut dabei am Halten hier. Puh, Selke. Auch wenn keine Champions League drin ist wahrscheinlich, aber ich habe so viel Bock, die Jugendspieler zu pushen. Wir haben ja, oh mein Gott, schön gemacht, muss man sagen. Wir haben ja noch schön eingekauft. Zwei Bayern-Spieler. Franz Kretzig und Alexander Pavlovic haben wir uns eingekauft. Auf die habe ich richtig Bock, die richtig bodenlos, endlos zu pushen. Ja. Das wird einfach nur richtig geil. Thielmann jetzt hier. Wir müssen hier was zeigen. 1-1. Reicht nicht, wenn wir europäisch spielen wollen. Aber Bremen will ja auch europäisch. 44 Punkte haben die, haben wir gesehen. Meiner schöner Schuss abgefälscht. Problem hier. In der Abwehr. Gleich schon wieder Halbzeit, ey. Mann, Mann, Mann. Die Games fliegen hier aber auch. Einfach schon wieder Ende der Saison. Allgemein gleich schon wieder Halbzeit. Geht alles rasend schnell hier im Moment. Aber ich freue mich auch extrem auf die neue Saison. Ich glaube, die nächste Saison könnte die geilste Saison in der Köln-Karriere, Köln-Geschichte von uns werden. Wir hatten zwar schon echt Banger-Saisons, vor allen Dingen im letzten FIFA. Mit Cristiano Ronaldo als Free Agent gekauft, die war auch schon krass, die Saison. Aber wenn wir jetzt die jungen Talente hier holen, Kretzig und Pavlovic, könnte es nochmal richtig krank werden und Selke an den Pfosten. Schade, aber geiler Schuss, irgendwie so außenrissmäßig. Erstmal keine Wechsel für Halbzeit 2. Weil quasi läuft es ja nur im Abschluss hapert's ein bisschen mit den Chancen, mit der Chancenverwertung. Jetzt mal hier Rezi, überläuft sie wieder. Rezi, noch ein weiter Rezi. Und wie krank ist dieser Nakamura eigentlich? Der fegt ja alles weg hier. Der saugt alle Bälle ein, ey. Mein Gott. Selke, Rezi. Komm schon, unten Fingriffe, mach dich ready. So will ich das sehen. Flanke oben jetzt auf Selke, komm. Oh, schade. Nächstes Mal gegen Hoffenheim. Also wir kriegen hier echt gute Gegner serviert. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass Werder Bremen so weit oben ist. Aber trotzdem, vom Namen her müssten wir die eigentlich holen hier.
Also es macht auf jeden Fall mehr Bock als gegen Bayern, sage ich mal, hier ran zu gehen, zu spielen. Martel, haben wir uns ein bisschen verhaspelt hier, ey. So, wir wechseln dreimal. Thielmann raus, Jubicic rein, Schmitz raus, Smajic rein, Paquerade rein. Für Fingrefe, einfach nochmal fürs Tempo ein bisschen über die Außen. Paquerade hat mehr. Jubicic hat zwar weniger, aber der ist schön frisch, das bedeutet frisch halt, ne? Schön ein bisschen frische Pace nochmal. Und Smajic, ja, sowieso ein geiler Abräumer da hinten. Kann da vielleicht auch nochmal was anrichten. Meiner erstmal hier, und was ist das? Wirklich, was ist das für ein Torwart? Der muss drin, ich wollte erst nochmal abspielen, aber ich dachte, hier mache ich echt ein safes Tor. Hätte ich vielleicht auf die linke Ecke gehen sollen. Reezy. Ecke kommt sauber auf Selke. Und ja, ich konnte nicht hingehen. Aus was für einem Grund auch immer. Einfach wieder unsichtbare Mauer gewesen. Auf gar keinen Fall abseits. Ich hätte da echt mal, oder der hätte da echt mal den Fuß reinhalten können. Und wir holen jetzt Damien Downs rein. Der muss jetzt nochmal regeln für Selke. Knapp 15 Minuten mit Nachspielzeit ungefähr, würde ich sagen. Auf geht's, come on. Der kann hier vielleicht das entscheidende Kopfballtor machen, was Selke nicht hinbekommt. Also 1-1 ist echt zu wenig, auch wenn die 44 Punkte haben. Aber 1-1 gegen Bremen ist zu wenig. Komm schon, ein paar gerader Lauf unten. Ach, scheiße. Es ist hier so wenig Tempo drin. Aber Reezy gleicht das hier gut aus. Den einen oder anderen Stopper, aber dann geht es auch wieder vorwärts hier. Ist echt nicht easy, da durchzukommen. Da uns ja, da war schwach geschossen, muss man so sagen. Ja, wir kassieren sogar noch. Oder auch nicht. Schwebe macht das gut. Ja, wenn es ganz schnell geht, können wir vielleicht nochmal kontern, aber ich denke ja nicht. Wir kloppen den jetzt nach vorne, aber ich denke, das Ding ist over. Oder jetzt vielleicht nochmal Downs auf Re. Nein, das hätte sogar funktioniert. Ey, 1-1, Mann, das ist zu wenig. Fuck. Alter, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt 2 Punkte mehr, dann wären wir auch einfach auf der 5. Also theoretisch ist Champions League immer noch möglich. Na, Leverkusen hat noch ein Game. Wir schauen mal jetzt auf die Tabelle. Oh, warte mal, wir müssen noch gegen Hoffenheim. Oh, shit. Wir müssen gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen, die vor uns sind. Zwei, die vor uns sind, wenn wir gegen die beide gewinnen, was ich nicht glaube, gegen Hoffenheim ja, Leverkusen eher nein, dann könnten wir hier 6 Punkte holen. Dann hätten wir zwar 55, aber wir wären auf der gleichen Höhe wie Leverkusen, außer die gewinnen jetzt. Ist ein bisschen schwierig, komplizierter Hase jetzt, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt schon gewonnen gegen Bremen, dann wären wir einfach auf der 5. Also es wird extrem spannend. Momentan wieder auf 7 wegen Tordifferenz. Ist natürlich echt bitter, dass wir gegen Bremen nichts rausholen konnten, aber jetzt erstmal gegen Hoffenheim. Ciao.